Hi, grüß euch. Ja, also ich hätte viel darum gegeben, wenn man mir das, sagen wir mal, vor 28 Jahren erzählt hätte. Dann hätten einige Dinge, die geschehen sind, niemals geschehen können. Andererseits, wenn man mir das damals nicht erzählt hat, auch als ich doch mit, sagen wir mal, so Mitte 20 war, da wollte ich unbedingt wissen, was ist los. Ich habe das Leben nicht begriffen, wie so viele andere auch. Aber ich weigerte mich, zu akzeptieren, was man mir erzählt hatte. Dass man es ja sowieso nicht wissen kann, dass es ja alles unerforschlich ist und dass man ja überhaupt gar keine Ahnung haben kann, was im Leben so aufeinander so auf einen zukommt. Der erlebte Spruch meiner Eltern, der lange Zeit auch meiner war, vom Konzert des Lebens kriegt echt niemand ein Programm, fand ich eine Zeit lang konnte. Echt toll. Bis mir aufgefallen ist, dass das streng genommen nicht stimmt. Denn wenn ich in der Lage bin, alles in eine höhere Energie zu bringen, in eine higher energy, also zu bringen, dann kann das, was auf mich zukommt, ja nicht mal ganz so schlimm sein. Aber es dauert eine Weile, bis ich diesen Zustand erreicht habe. Sogar eine Langeweile. Das, also nicht eine Langeweile im Sinne von, dass es mich langweilt, weil ich nichts zu tun habe, sondern es dauert eine endlos lange Zeit, so scheint es, bis man das hingekriegt hat. Noch schwieriger ist es, irgendwie auch nur ansatzweise zu begreifen, dass das in der Tat unsere Aufgabe ist. Wir haben viel zu viele Sachen für selbstverständlich angenommen. Dass es irgendwo jemanden gibt, der auf uns aufpasst und irgendwo muss es doch eine himmlische Gerechtigkeit geben, daran glaubt irgendwie letztendlich jeder. Und wir haben gedacht, irgendwie balanciert sich die Waage der Gerechtigkeit ja mal irgendwann zum Schluss aus. Das tut sie auch. Wir haben nur nicht gewusst und auch nicht angenommen, dass das, was mit uns selbst zu tun hat. Wenn ich hier sage, wandel alles in eine höhere Energie und tu es mit allem, was du kannst, dann heißt das, dass deine Gedanken sich eigentlich immer darauf konzentrieren müssen, dass ganz egal, was dir entgegenkommt, es muss sich in deinem Kopf in eine höhere Energie wandeln. Und das ist nun wirklich eine Sichtweise, die ich von noch nirgendwo gehört habe. Aber mir dämmert, dass es die einzige ist, die mich gut durchs Leben bringt. Ohne dass ich anschließend irgendjemandem Vorwürfe machen muss oder irgendjemandem die Schuld für irgendwas geben muss. Und dass ich irgendwie mit hängender Zunge und fast sammelndem Maul, muss man ja schon fast sagen, vor irgendwelchen Talkrunden-Sendungen sitze, und denen sich dann alle gegenseitig bedauern, wie tragisch es auch immer alles gewesen ist. Bitte versteht mich richtig. Ich weiß genau, dass das Leben für einige verdammt hart ist. Das ist nicht so dahingesagt von mir. Ich meine, ich weiß das wirklich. Das ist für einige verflucht hart. Aber das Härteste an dieser ganzen Geschichte ist, dass man mit einer Reihe von Bösartigkeit zu kämpfen scheint. Und das erscheint alles so gehässig zu sein. Das scheint alles so sinnlos gar nicht mal, aber so fast, als sei man eine Zielscheibe für irgendwas. Und als Zielscheibe fühlt sich niemand wohl. Und dann fängt man an, sich automatisch Gleichgesinnte zu suchen. Und dann fängt man an, Entschuldigung, sich gegenseitig was vorzuweinen. Alle bedauern einen, alle finden es ganz furchtbar, was einem geschehen ist. Und jeder fühlt sich als Opfer und dass er da überhaupt nichts für konnte. Auf diese Sichtweise haben wir uns geeinigt, lange, lange Zeit. Entschuldigt bitte, dass ich das einreiße. Wie heißt so ein ganz populärer Song? Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Das erlaube ich mir wirklich in meinem Leben. Ich weiß, dass in meinem Leben viele Sachen wirklich höllisch schief gegangen sind. Und als ich sagte, ich hätte gerne Anfang 20 Jahre diese Richtschnur gehabt, dass jemand zu mir sagt, hör mal, du musst das aber alles in höhere Energie wandeln. Das ist der ganze Punkt dabei. Also ich hätte wirklich einiges gegeben, wenn mir das jemand erzählt hätte. Wobei ich heute nicht sicher bin, dass ich vor 30 Jahren in der Lage wäre, das zu begreifen. Nein, vielleicht nicht, aber jetzt. Es ist sicherlich nicht gerade. Ich verdiene damit jetzt keinen Orden, dass ich 30 Jahre gebraucht habe, um das zu kapieren. Aber ich wollte es verstehen. Ich wollte es verstehen. Und ich hatte keine Lust, in dieser Patsche sitzen zu bleiben. Und das einzige Trost wäre dann der, dass irgendwie hunderte von Menschen mir sagen, ach Gott, so armes Kind. Das ist ehrlich gesagt mit mir nicht zu machen. Ich will es nicht.
Mir dämmert allmählich, dass das etwas ist, was die meisten Menschen dämmern muss, damit sich hier irgendwie wirklich was ändern kann. Und dabei ist mir ehrlich gesagt eher mulmig, weil sie, wenn ich an die vielen anderen Menschen denke. Mir ist deshalb so mulmig, weil ich weiß, dass hier rund um seit der Entstehung meines Kanals haben diesen Kanal circa, es gab circa 40.000 Klicks. Warte mal, wie viele da dran hängen geblieben sind. Ja, weißt du ja selbst. Ich meine, nur weil sie meinen Kanal nicht abonnieren, heißt das ja nicht, dass sie es nicht trotz allem tun. Aber angesichts der Kommentare, die ich bekommen habe, weiß ich, das sind ehrlich gesagt verdammt wenige. Vielleicht sind es 3 oder 4 Menschen. Wenn ich Glück habe, sind es 5. Wenn wir Glück haben, sind es 5. Diese 5 sind aus allem raus. Denn eines ist sicher, also 6, einschließlich meiner Person. Denn wir haben es, wir haben es, wir sind damit durch. Denn wir wissen, dass ganz egal, was da nun passiert und ganz egal, was da nur so sich da so drohend auftürmt, es ist einfach immer noch unserem eigenen Schuldenkonto geschuldet. Das, was wir da alle mal irgendwie angerichtet haben, das muss in irgendeiner Weise wieder eine höhere Schwingung. Das müssen wir hinkriegen. Das schafft kein anderer. Und dann jetzt ist ja nun die englische Königin tot und die Sendung über sie ging dann rauf und runter, jedenfalls auf BBC und CNN. Und eine der weisesten der Ratschläge habe ich aber wirklich mal von ihr bekommen, das war schon eine Weile her. Ich habe ihn nur gerade mal wieder vergessen und gestern kam er wieder in den Sinn. Sie soll mal gesagt haben, was immer passiert, be calm and go on. Bleib ruhig und geh weiter. Bringe ich das jetzt mit meiner Ansicht in Verbindung, dass ich alles an eine höhere Schwingung wandle, ganz egal was passiert, ganz egal was hier drohend von mir auftürmt, und bringe ich das weiterhin mit der Kenntnis in Verbindung, dass je mehr ich das tue, desto mehr habe ich auf meiner Habenseite, dass ich alles wieder in eine höhere Schwingung wandeln kann, sodass das Leben per se aufhört, so schwer zu sein. Dann habe ich eine gewisse Vorstellung davon, wie wir aus diesem ganzen Mist rauskommen. Jesus Christus gilt als der Retter der Welt und da fällt mir Linus von den Peanuts ein. Der schrie ganz entsetzt auf. Wer wird den Retter erretten? Das war typisch die Peanuts, ne? Wer wird den Retter erretten? Ja, das ist aber eine gute Frage. Wenn sich nun also einer erbarmt, den ganzen Mist auf sich zu nehmen. Nach dem Motto, all eure Sorge werft auf ihn, hat mal jemand gesagt. Das ist, glaube ich, auch so ein gängiger Satz. Nach dem Motto, du hast dann gar keine Schuld mehr, alles gut, nimm alles das, was dich belastet, nimm es und schmeiß es auf Jesus Christus, alles gut, und dann kannst du ja von dannen gehen. Ja, der wird dir helfen. Von wegen hier. Schmeißt eure Särge auf ihn, von eure Sorge auf ihn, von wegen. Du kannst es in die Kristallenergie bringen, ja. Da wird es ja gewandelt. Das ist ja die Idee dahinter. Aber du musst in der Lage sein, das auch zu tun. Und da kannst du nicht das alles dahin werfen und dann selber gehst du erstmal ordentlich frühstücken und guckst mal so nach ein paar Stunden und nach ein paar Tagen nach, wie weit die ganze Sache da schon gedient ist. So funktioniert das nicht. Das musst du schon selber. Dafür kannst du ja denken. Kein Wunder, dass das so wenige Menschen hören wollen. Das ist blöd. Sehr blöd. Denn wie soll sich sonst wandeln? Gute Frage. Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ich frage es mich auch. Das macht ehrlich gesagt bei mir nur sehr langsame Fortschritte, weil dann drückt manchmal noch so etwas mit einem Zentnergewicht auf mir. Und ich sage, das kann eigentlich gar nicht mehr sein. Also dafür mache ich es dann andauernd und bin dann andauernd dabei. Ich weiß genau, es wandelt sich in eine höhere Schwingung. Es tut sich auch was in meinem Leben, das auf jeden Fall. Sogar eine ganze Menge. Und darum weiß ich auch, dass das letztendlich der Weg ist. Ob mir das in diesem Leben gelingt, das alles wegzukriegen, was ich da mal irgendwann angerichtet habe, das weiß ich nicht. Aber es geht ja auch darum, dass man die Verbindung dazu nicht mehr hat. Und solange ich noch eine Verbindung zu irgendwas habe, was mich echt
was mich dann, also jetzt wirklich kilometerweit davon wegtreibt. Solange ich aber trotzdem noch irgendwie eine Verbindung habe, sei sie auch noch so leise, so lange habe ich damit noch zu kämpfen. Und das muss ich wissen. Und was ich hier tue, ist nicht mehr und nicht weniger, als das zu verbreiten. Damit dieses, sagen wir mal so, dieses gegenseitige sich bedauern aufhört. Ich habe nämlich eine gewisse Aversion dagegen. Ich weiß, es ist jetzt, ich meine, wir haben es jetzt Freitagabend und es ist, glaube ich, so nach 10. Und da gibt es, glaube ich, auf irgendeinem Programm irgendwie so eine Sendung, wo sie sich dann also generell in den Armen liegen, wie da erzählt jeder so sein Schicksal und was ihn da alles erwischt hat und was ihm da passiert ist und wie dann die Vorwürfe waren und da wird dann die Frage geklärt, wer eigentlich Schuld hat. Und natürlich hat man auch eine Traumatherapeutin dabei und die natürlich hilfreich zur Seite steht. Oh Gott, Leute. Mir wird einfach nur noch wirklich speiübel dabei. Mir wird deshalb so übel, weil dadurch nichts bewirkt wird. Ich meine, ich kann euch jetzt wirklich lange Zeit erzählen, was in meinem Leben früher schon seit Kindheit an schiefgelaufen ist. Das kann ich alles machen. Und keiner würde mir widersprechen. Und der Nächste holt dann Luft und erzählt dann seinerseits seine Story. Und da wird auch keiner widersprechen, dass das alles ganz furchtbar war. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist, dass wir es wandeln müssen in eine gänzlich höhere Energie, in ein gänzlich helleres Licht. Und das, soweit ich das kann, ich werde es immer sagen. So wie ich das Gefühl habe, es hilft Menschen. Und ich kann irgendwie irgendwas tun, damit es Menschen klar wird. Und ich werde wohl nie aufhören, darauf hinzuweisen, das hängt nicht von einer anderen Person ab, es hängt von dir ab. Denn jeder ist hier seine eigene Vervollkommnung. Und jeder ist hier derjenige, der seine eigene Energieströmung wieder in ein helleres Licht bringt. Und da kann man sich in der Tat an eine sehr neutralen Person. Und der fällt mir jetzt im Augenblick wirklich deshalb auch Queen Elizabeth ein, ganz einfach deshalb, weil sie überall ständig in den Nachrichten ist. Weil sie wirklich, wie hat mal jemand gesagt, steady and unshakable. Sie blieb einfach ungerührt. Und das musste sie auch sein. Sie war immerhin die Repräsentantin eines ganzen Landes. Und da konnte sie nicht Tränen ausbrechen, wenn irgendwas passiert oder so etwas. Das musste sie so akzeptieren, wie es will. Sie hatte natürlich eine sehr komfortable Situation, in der sie das konnte. Viele andere sind nicht in so einer komfortablen Situation. Aber der Aufruf, alles in eine höhere Schwingung zu bringen, ist der gleiche. Ich weiß nicht, ob sie das gewusst hat und das ist auch nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass der einzelne Mensch es begreift. Du bist noch in der Lage, alles abzuwenden. Gerade jetzt, wo dir von überall her erzählt wird, wie schlimm die Zeiten werden. Kann sein, dass sie schlimm werden oder auch nicht. Das hängt davon ab, ob sie für dich schlimm werden oder nicht. Hängt davon ab, ob du damit so durchkommst, dass du wirklich alles in eine höhere Schwingung bringen kannst. Dafür haben wir die Schwingungen ja. Je heller sie sind, desto besser läuft die ganze Geschichte. Je heller dein Licht, desto mehr ist es in der Lage, alles zu verbrennen, und zwar in dir, was die Störfaktoren ausmacht und was die Hindernisse hervorbringt. Und das ist eine Sache, die man dann auch wirklich mit sehr viel Disziplin hinbekommt. Kommt drauf an, wie engagiert du dabei bist. Wenn man sich darauf beschränkt, dass man zweimal die Woche daran denkt, so kurz zum Schlafen gehen oder so irgendwie so zwischen Nachrichten und Lieblingsspielfilm oder irgendwie so etwas, dann steckt da nicht allzu viel drin. Andererseits, das hängt davon ab, wie hoch deine Schwingung ist. Wenn du sagst, so, mein Leben läuft doch super, dann reicht es ja, wenn man das hin und wieder mal antickt, damit das auch ja weitergeht. Aber es gibt Menschen, die kommen echt aus der Patsche. Und dann müssen sie schon sehr stark dabei bleiben, dass deren wie, wenn man mal hier, wenn ich jetzt, nee, das ist falsch, das sage, dann kommt da sonst was für Assoziationen. Aber dass deren Motor immer läuft,
Im Augenblick ist das bei vielen so, dass sie eine Art stotternden Motor haben, sodass das ganze Vehikel sich nicht richtig bewegt. Aber wenn du dabei bist, dass wenn der einmal läuft, dann läuft der. Und dann muss er auch nicht ständig gewartet werden. Dann reicht es, dass man, was weiß ich, was eine halbe Jahre da mal nachguckt oder sowas. Aber die Grundschwingung muss hoch sein. Und wenn im Augenblick alles tot ist, ja, dann dauert es eine ganze Weile, bis das Ganze sich wieder belebt. Ich hätte, wie gesagt, das gerne vor 28 Jahren gewusst. Oder vor 30. Vor 30 Jahren wäre nett gewesen. Ich glaube, da wäre ich gerade so in der Lage gewesen, das aufzunehmen. Aber das hat es mir keiner erzählt. Wahrscheinlich deshalb, was keiner gewusst hat. Und ich dafür auch gar nicht aufnahmefähig gewesen wäre. Und dann fiel mir etwas ein. Ich hatte vor rund 25 Jahren ein Buch geschenkt bekommen, das ich damals irgendwie ganz gut fand, aber ich konnte das nicht begreifen. Wenn ich es heute wieder lese, weiß ich genau, was er damit gemeint hat. Aber heute brauche ich es nicht mehr, denn heute weiß ich es bereits selbst. Ich will damit sagen, dass man mir schon vor 25 Jahren etwas versuchte zu sagen. Und erst heute habe ich begriffen, was es ist. Und allmählich dämmert mir, dass ich in der Zwischenzeit meine Schwingung sehr erhöht haben muss, dass ich überhaupt in der Lage bin, das aufzunehmen, dass ich überhaupt erstmal in der Lage bin, zu verstehen. Und darum erzähle ich dir das jetzt auch. Es kann sein, dass sich das, was du jetzt von mir hörst, für dich noch überhaupt, dass das überhaupt für dich gar keinen Sinn ergibt, als Quatsch, als Geschwafel. Aber denke bitte daran, in einer höheren Schwingung verstehst du nicht nur das, was ich sage, du verstehst dich selbst erheblich viel besser. Du kriegst es hin, dass deine Schwingung höher wird und als nächstes verschwinden die Probleme, weil sie sich nämlich in deiner Schwingung auflöst und auflösen. Und das, du wirst mir vielleicht zugestehen, dass das richtig ist, liegt nun mal bei jedem selbst, denn niemand ist verantwortlich für einen anderen. Er ist immer dafür verantwortlich, was er gerade tut und was er gerade sagt. Ich wundere mich, ehrlich gesagt, ein wenig ist gut, ich wundere mich aber sogar sehr, dass das noch nicht eine echte Runde gemacht hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es etwas ist, was viele Menschen gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Ich hatte vorhin das war beim Zappen, ich hatte Langeweile, sowas kann da passieren. Und dann sah ich eine sogenannte Comedy-Sendung für 3-4 Minuten länger, hielt ich den ganzen Quatsch nicht mehr aus. Aber es war gepaart mit Gehässigkeit und Dummheit. Und Dummheit und Gehässigkeit und dazu noch einen gehörigen Schuss Bösartigkeit, wie wir sie da gefunden haben oder wie ich sie da gefunden habe. Das ist immer eine schlechte Mischung, besonders wenn sie dann auch noch anfangen, sich dabei noch für weiß wie komisch zu halten. Sie wissen es nicht, aber sie richten einen immensen Schaden bei sich an. Wenn die Menschen ihnen zuhören, applaudieren auch, aber auch nicht viel besser dran, ehrlich gesagt. Andererseits, wir müssen das Ganze ja ändern, also da hilft ja nichts. Sie müssen es ändern. Und darum sagte ich auch, du wirst jetzt eine höhere Schwingung bringen können. Das musst du lernen. Und du wirst es lernen. Weil du irgendwann die Schnauze dermaßen voll hast davon, dass von überall her neue, böse Überraschungen kommen. Auch gute kommen, aber die guten wiegen dann irgendwann die bösen nicht mehr auf. Das Gleichgewicht kippt. Mittlerweile kippt es bei sehr vielen Menschen. Und zwar so, dass wir, wenn wir Pech haben, es in eine absolute Katastrophe mündet. Ich habe heute gehört, dass der CDU-Parteitag, also ich weiß nicht, korrigiert mir, wenn ich es falsch gelesen habe, aber ich glaube, die haben eine Frauenquote beschlossen. Oh Leute. Oh Gott. Ja. Die Dummheit wird nicht alle. Frau Merkel wurde Bundeskanzlerin, bevor es die Frauenquote gegeben hat. Es wird immer davon abhängen, ob ein Mensch eine Schwingung für etwas hat und nicht davon, ob eine Quote nachhält. Das war das Schlimmste, was uns da eingefallen ist. Aber das ist wohl auch etwas, was ein pures Nichtwissen hervorbringt.
Ein Mensch muss einfach wissen, dass er das, was er bekommt, bekommt es durch seine Schwingung. Und ein Mensch muss auch wissen, dass das, was er denkt, ihm das ins Haus bringt, was da so kommt. Denn das, was er denkt, fällt ihm durch seine Schwingung ein. Das erkläre ich ja schon seit ungefähr 9 Jahren. Naja, okay, stimmt nicht ganz. Seit ungefähr 6, 7 Jahren habe ich diesen Kanal und seit ungefähr 2 Jahren erkläre ich das so kompakt. Und allmählich müsste es doch verstanden werden. Es wäre jedenfalls gut, wenn du es verstehen würdest. Dann würdest du nämlich deine Angelegenheiten umbringen. Wenn jeder das tut, haben wir ein Volk mit glücklichen Menschen, die alle keine Empfänglichkeit mehr für Schwierigkeiten haben. Und da das nationalitätsübergreifend ist, spielt es also überhaupt gar keine Rolle, ob mir jetzt gerade jemand aus Afghanistan zuhört, aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Bayern oder aus Frankreich oder aus England oder aus was weiß ich was. Es spielt so gar keine Rolle, ob Männlein oder Weiblein. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, welche Hautfarbe jemand hat. Aber was in seinem Kopf vorgeht, das spielt eine Rolle. Ich will doch hoffen, dass das irgendwann eine etwas breitere Masse versteht. Nun haben wir ja nun so furchtbar gerne Menschen, die sich irgendwie aufschwingen, anderen Menschen mit irgendwas zu beglücken. Das ist jetzt für mich ja, das, man könnte sonst bei mir auch nicht wissen, nicht anders. Ich meine, immer erzähle ich es euch ja andauernd und offensichtlich ja auch mit dem Ziel, einige Menschen das zu erklären. Andererseits erzähle ich ihnen andauernd, dass letztendlich bist du für dein Leben verantwortlich. Und noch etwas. Die Fähigkeit, etwas zu wandeln, etwas zu ändern, etwas zu in eine höhere Schwingung zu bringen. Mit anderen Worten, dein eigenes Licht wieder zu erhellen. Das ist genau das, worum du doch gebeten hast. Das ist das, was du vor deiner Geburt gewollt hast. Wir bettelten förmlich darum. Was beklagen wir uns also, wenn wir Schwierigkeiten haben? Wir wollten die doch haben. Das wollten wir doch. Und sollten sie haben. Aber nicht die Schwierigkeiten wollten wir, nein, wir wollten nicht das ganze Ergebnis, aber ehrlich gesagt, so einfach ist das nicht. Ich bekomme nicht einfach mal irgendwas, wenn die Weichen dafür nicht gestellt sind. Wunder gibt es nicht. Es gibt immer nur eine Vorlage, damit etwas passieren kann. Und für die Vorlage musst du eben selber sorgen. Dafür denkst du ja schließlich. Und dafür hast du auch einen freien Willen, mit dem du deine Schwingung immer erhöhen kannst. So hart das auch am Anfang gewesen sein mag. Und so hart das auch am Anfang ist. Das glaubt man mir nicht, wenn das jemand so hört, das ist doch alles Unsinn. Naja, wenn das also hier, wer immer jemand, also wenn jemand sagt, das ist Unsinn, okay, Hand hoch, dann fang mal an. Also ich lasse meine Hand jetzt unten, weil ich habe das bestimmt nicht gesagt. Aber ich weiß, dass viele Menschen tun. Okay, wenn du der Meinung bist, es als unsinnig ist, dann kannst du es ja mal spaßeshalber ausprobieren. Also anstatt es immer zu bestreiten, was ich hier sage. Natürlich kann man es leicht bestreiten. Bitte bestreite das. Aber in dem Augenblick, wo du Ärger bekommst und es irgendwie weghaben willst, dann sieht die Sache anders aus. Dann willst du es weghaben. Und vielleicht kommt auch ein, zwei Mal jemand und hilft dir da wirklich aus der Patsche. Aber das wird nicht immer so gehen. Irgendwann sagt man auch, na jetzt wirst du es doch wohl hoffentlich gelernt haben. Und du willst es auch. Denn wir wollen nicht alle wie die 4-jährigen Kinder immer, uns immer auf Weihnachten freuen müssen und hoffen, dass wir ganz tolle Geschenke kriegen. Denke bitte daran. Es ist sicherlich nicht immer leicht zu bewältigen. Und wir hätten es sicherlich alle ein bisschen einfacher, wenn es ein paar mehr wären. Dann hätten wir nämlich ein bisschen mehr Verständnis füreinander. Das heißt nicht, dass einer dem anderen sofort die Sorgen aus dem Weg räumen wird. Aber das heißt auf jeden Fall, dass wir alle genau begreifen, was mit dem anderen da los ist. Und fallen da nicht übereinander her. Ich habe mich übrigens gerade nicht über die Sendungen lustig gemacht, in denen sich so alle so von Herzen leid tun. Wirklich nicht.
Ich sagte ja, ich weiß, dass die einzelnen Geschichten, die sich da alle erzählen, dass das wirklich oft wohl auch sehr übel ist. Andererseits auch das Übel, was wir mal irgendwann ausgeteilt haben. Und da hat es uns auch nicht besonders leid getan, wenn jemand drunter gelitten hat. Wir hatten dafür die Antenne nicht. Ja, dann müssen wir sie eben wiederkriegen. Und das ist sicherlich nicht immer einfach. Aber versuchen sollen wir es. Das Schöne nämlich daran ist, dass wenn wir es versuchen, dann haben wir den Sieg so gut wie in der Tasche. Ich trete nämlich, und das ist eine Eigenart von mir, ich trete niemals ein Rennen an, wenn ich nicht sicher sein kann zu gewinnen. Ich unternehme nie ein Unternehmen. Ich mache nie etwas, wenn ich nicht ganz genau weiß, das gelingt. Diese nette Eigenschaft habe ich noch nicht allzu lange. Sonst hätte ja mein Leben, so wie es bisher gelaufen ist, nicht so verlaufen können. Andererseits, ich meine, irgendwann ändert man sich ja auch, ne? Was ich vor 30 Jahren falsch gemacht habe oder vor 25 Jahren falsch gemacht habe, bitte sehr, habe ich es falsch gemacht. Kann passieren, sowas. Aber jetzt mache ich das bestimmt nicht mehr. Ich unternehme niemals etwas, wenn es nicht sicher ist, dass es zum Erfolg führt. Aber diesen Erfolg bade ich nicht auf andere Leute Kosten aus. Ich sorge dafür, dass ich eine Schwingung habe, dass das, was ich haben will, zu mir kommt. So schwer es auch sein mag. Steter Tropfen hüllt den Stein bei mir. Bei anderen brauche ich nicht zu hüllen. Da ist es mir relativ wurscht, was passiert. Klingt mitleidlos, vielleicht. Aber immerhin versuche ich es anderen Menschen zu erklären. Das kann ich auch machen, weil es relativ. Ich habe weder was gewonnen noch was verloren, wenn ich es erkläre. Aber andererseits, ich habe doch gesagt, ich möchte lieber in einer Umgebung leben. Ich möchte lieber in einem Leben leben, wo das jeder weiß. Und somit jeder sich höllisch vorsieht, dem anderen einen Verschiebein zu schöpfen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Nacht und komm gut hin. Und Courage. Es sieht alles am nächsten Tag wieder ganz anders aus. Wenn deine Körperzellen sind gerade eifrig dabei, das zu bemerken. Dass deine Geistkörperzellen übrigens, es gibt ja die, das weiß ich nicht, ob du das weißt, aber wenn, dann weiß ich eben. Also jeder Körper hat sein Pendant auf geistiger Ebene. Und das auf der Geisterebene ist das alles ganz perfekt. Das heißt, du hast Körperzellen und die haben wiederum ihr Pendant, ihre Geistkörperzellen. Und die wiederum sind großartig. Wenn nun deine Gedanken nicht pausenlos dazwischen funken, bekommen deine Körperzellen den Kontakt mit den Geistkörperzellen viel leichter hin. Und bekommen dann natürlich auch einen guten Schwung von einer wirklich frischen und wirklich hohen und wirklich reinen Energie. Andere sagen heilige Energie, also eine, die völlig intakt ist. Ja, und aus diesem Grunde fangen wir an. Nun haben wir eine ganze Menge vorher schon mal gedacht und befindet sich gerade in unseren Körperzellen, so alles als Information abgespeichert. Und jetzt geht an uns liegt es, das jetzt alles wieder zu löschen. Je heller unsere Energie ist, desto flotter und desto sorgfältiger und desto gründlicher funktioniert dieser Löschvorgang. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Okay, dann danke ich fürs Zuhören. Alles Gute dir. Und toi, toi, toi. Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Alles Gute.